Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video will ich dir einen ganz kurzen Tipp-Hinweis geben, wie du den richtigen Tennistrainer für dich findest. Also bleib dran, jetzt geht's los. Wenn dich das Thema Tennis lernen, Tennis online verbessern interessiert und du Stück für Stück der beste Tennisspieler werden willst, der in dir steckt, dann abonniere den Kanal. Aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst, denn 70% der Zuseher hier sind immer noch nicht Abonnenten und das ist traurig. Mich macht das traurig. Also bitte änder das, indem du abonnierst. Wie findest du deinen richtigen Trainer? Das ist im Prinzip ganz simpel und ich will das Video hier auch sehr, sehr kurz halten. Guck dir einfach an, A, wie spielt der Trainer selbst und B, beziehungsweise erstens und zweitens, wie spielen die Schüler? Das ist eigentlich viel, viel wichtiger als A oder erstens. Wie spielen die Schüler? Wenn du jemand bist, der gerne moderne, schöne Topspin-Schläge lernen will, weil er dann das ganze Spiel nochmal ganz anders dominieren kann, dann guck dir an, wie spielen die Schüler dieses Trainers? Wie spielen die Kinder dieses Trainers, also nicht die eigenen Kinder, sondern die Jugendlichen, die er trainiert? Wie spielen die Erwachsenen? Und wenn du dann feststellst, dass das wirklich top ist, dass die wirklich gut aussehen, also von der Schlagtechnik, guck dir einfach an, wie ästhetisch das aussieht. Und wenn du dann feststellst, dass das stimmt, dass das mit deinem Approach, mit deiner Zielvorstellung übereinstimmt, versuch den Trainer für dich zu gewinnen und sieh zu, dass du bei ihm Training nehmen kannst. Das würde ich dir ganz schwer empfehlen. Wenn du jemand bist, der einfach nur Bälle schlagen will und einen gute Laune-Trainer haben will, der einfach mal so locker daher mit dir so ein paar Stunden in der Woche spielt, dann ist das auch völlig okay. Ja, dann such dir einen Trainer, der das macht. Also und guck, ob er eben solche Sachen regelmäßig anbietet, so mit Freizeitspielern ein paar Bälle schlagen. Ja, weil das muss man auch können. Da muss man auch die entsprechenden Charaktereigenschaften mitbringen und die entsprechende Empathie. Und deswegen guck dir die Schüler an des Trainers und vergleich das mit dem, was du haben willst, was du für Erwartungen hast. Denn oft ist es dann der Fall, ich sehe das ganz oft bei Eltern, die ihre Kinder ins Training schicken. Also nicht bei mir, also früher war das so. Die schicken dann ihre Kinder ins Training und dann sind sie enttäuscht oder sogar böse auf mich oder sauer, weil ich vielleicht von den Kindern etwas verlange, was die Eltern niemals von ihren Kindern verlangen würden, wie zum Beispiel vollen Einsatz und etwas Schweiß auf der Stirn. Ja, manche Eltern reagieren dann böse und sagen, warum scheuchst du mein Kind so? Und ich sage dann, naja, es ist doch Sport. Ja, aber das ist nicht die Schuld der Eltern. Und es ist auch nicht meine Schuld, denn ich kann ja nur das Training machen, so wie ich es für richtig halte. Ich kann ja nicht morgen der sein und übermorgen der und dann wieder, ich bin ja kein Chamäleon, ich bin ja ich. Und ich kann ja nur ein bestimmtes Paket Markus anbieten. Und das mache ich seit 20 Jahren und da wird es mir sehr wahrscheinlich schwer fallen, mich dann morgen. Also es ist nicht so, dass ich empathielos bin und nicht weiß, wen ich wie anzusprechen habe, aber ich habe auch einen gewissen Anspruch an mein Training selbst und auch einen gewissen Anspruch an die Schüler. Und ich will natürlich auch motiviert und mit Spaß das Training gestalten. Und das geht natürlich auch nur, wenn das übereinstimmt. Ja? Wenn der Anspruch des Schülers, der Eltern mit dem Anspruch des Trainers übereinstimmt. Und da muss man sich die Zeit geben, sich zu beschnuppern. Und dann guckt man, ob das ein gutes Match ist. Und genauso solltest du das machen, ja? Also schau dich nach den Schülern um, guck, vergleiche und dann sieh zu, dass du das machst. Und als letztes noch ein bisschen, tja, es ist keine Schleichwerbung, es ist direktes Werben, ja, für dich selbst. Wenn du zum Beispiel richtig geile Topspin-Schläge lernen willst, also so richtig schöne Topspin-Schläge, du spielst vielleicht jetzt noch ein bisschen vergurktes Tennis, aber wenn du tolle Topspin-Schläge in sehr kurzer Zeit lernen willst, schau dir einfach an, was ich mit den Schülern in kurzer Zeit anstelle. Schau dir an, wie meine Jugendlichen spielen. Ist alles auf YouTube einsehbar. Und wenn du der Meinung bist, ja, das sieht eigentlich ganz geil aus und ich will auch so spielen, dann sage ich dir A, das ist möglich in sehr kurzer Zeit und B, schreib mich einfach an. Geh auf meine Homepage, melde dich an für einen Call mit mir und dann werden wir an deinen Schlägen arbeiten, sodass du in sehr kurzer Zeit richtig schönes Topspin-Tennis spielst. Ja, okay, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mal ein Like da, kommentier gerne unten in die Kommentare, wie du das ganze Thema siehst mit dem Trainer und der Trainerauswahl und dem Vertrauensverhältnis. Und teil das Video mit deinen tennisverrückten Kumpels und Kumpelinen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Markus von Mein Tennis Game. Ciao.